Wie spät haben wir es denn mittlerweile? 11:30 schon. Oh, ich bin dagegen gekommen. Shit. Es könnte sein, dass sie jetzt ein bisschen schief steht, so ein bisschen nach da abgesackt. Gott, du, ich sehe von hier, dass nichts stimmt an dem Bild. Ach Tim, was stimmt hier überhaupt? Können wir damit anfangen? Ja, wir machen doch sowieso immer so dieses. Ja, das ist richtig. Manchmal frage ich mich, ob die Leute mittlerweile denken, dass das fake ist, aber wir haben hier wirklich keinen Plan, was wir machen. Wir fangen jedes Mal an, wie, haut das hin? Stimmt das? Kann das so richtig sein? Sind wir einfach ein bisschen dumm? Ja. Lassen wir das jetzt einfach als Anfang drin? Wahrscheinlich. Ich möchte ganz kurz erklären, ja, bevor es dann so richtig losgeht. Wir wurden nach der letzten Folge von mehreren gefragt, warum wir denn so wenig drauf haben und warum immer der Kamera-Akku alle ist. Aber warte mal, die Frage haben wir doch extra mit drauf. Achso, ja, dann fangen wir mit der Frage an. Ketty05 fragt, warum ist andauernd euer Kamera-Akku alle? Ja, sehr gut. Also, wie eben schon erwähnt, weil wir es halt einfach nicht drauf haben. Aber diesmal ist der Kamera-Akku vollkommen okay. Er ist nicht voll, aber es ist in Ordnung. Das neue Problem ist aber, dass die Kamera, die wir eigentlich zum Aufnehmen benutzen, gerade nicht funktioniert. Weil da der Akku Also eigentlich kann es gar nicht sein. Das Problem ist derzeit ungelöst, deswegen sind wir jetzt auf eine ältere Kamera wieder umgestiegen und ich sehe von hier, jetzt haben wir auch wieder ein Display, das sehen wir sonst nicht, wie scheiße das aussieht. Und das nicht nur, weil Chris zu sehen ist. Nee, auch ich bin ja auch noch da. Ja, eben, das sieht so komisch aus. Ja, man guckt auch als hin jetzt. Ne? Eigentlich müssen wir aber dahin gucken. Okay, Frage von mir an die Zuschauer. Sieht man einen Unterschied, ob ich jetzt dahin gucke die ganze Zeit oder, Moment, Wechsel kommt jetzt, dahin gucke. Sieht man das oder ist das so weit weg, dass es egal ist? Wissen die eigentlich, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Nein. Dann mach die nächste Frage. Ich glaube, das haben die Leute mitgekriegt. Okay. Ja, wir haben noch unser Intro. Ja, richtig, stimmt. Ja. Und den Videotitel und das Thumbnail. Und die wunderschöne Beschreibung von dir, die meistens... Wobei, ein paar lesen sie eigentlich immer. Ja, hin und wieder. Ein paar weniger. Good Hunter fragt, geht ihr freizeitmäßig auf Conventions oder LARPs? Wenn ja, welche? Gegenfrage, kommt der Name eigentlich von Bloodborne, weil du ein Hunter bist? Oder hat es was mit Goodwill Hunting zu tun? Oder, ach, das ist ein Bild, ja, danke, das kann ich erkennen. Du hast dir auch so klein wieder gemacht, dass es absolut unmöglich ist, was zu erkennen. Wobei, das ist ein Bild von Luna Love, oder? Ja, das sieht aus wie ein Gryffindor-Wappen. Ich bin mir doch nicht sicher. Was war die Frage? Geht ihr freizeitmäßig auf Convention oder LARPs? Das ist eine Frage. Und wenn ja, welche? Achso, ja, gut, eigentlich würde ich gerne mal auf mehr Cons gehen, aber ich versuche es jährlich hinzukriegen, auf die LWM zu gehen. Ist ja auch bald wieder. Ich wollte erst fast noch was, also LARPs mache ich nicht, aber ich dachte gerade, ich wollte fast noch sagen, hier Elbenwald Festival, das ist ja so die halbe Convention und das halbe. Aber das wäre natürlich nicht privat. Achso, stimmt, ich werde dafür bezahlt. Deswegen, ja. Du machst nichts davon? Nee, tatsächlich war ich immer mit Elbenwald auf so Sachen. Also machst du ja nicht freizeitmäßig. Genau, deswegen. Und da muss ich auch einfach ehrlich sein, dass es einfach an der Zeit fehlt, das zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber wir haben halt einen Zahnarzt im Haus. Das ist echt. Was machen die da eigentlich? Da stand irgendwas von Heizung, Sanitär. Ich wusste irgendwas. Nicht, dass man dafür so viel bohren muss. Egal. Vielleicht müssen die eine neue Wasserquelle finden. Das ist von. Und dann sind wir bei Sanitäranlagen. Und wir wollten hier noch das Video machen, wo wir über die Sanitäranlagen in Hogwarts reden, aber nicht heute. Oder doch? Nicht heute. Ich würde einfach mal zu der Frage von Raffnorn übergehen. Krass, du machst das nicht mal in Reihenfolge, ne? Wo bist du denn? Ja, nee, ich bin von der eigentlich obersten Frage zur untersten gesprungen. Warum? Weil hier die Frage ist, habt ihr Berührungspunkte mit Pen and Paper und oder LARP? Clever. Und ich dachte, weil wir vorhin schon das mit LARP hatten, ich aber das Pen and Paper noch mit reinbringen wollte, habe die Frage auch noch mitgenommen. Deswegen Wenn du natürlich richtig intelligent gewesen wärst, hättest du die Fragen schon vorher in die richtige Reihenfolge gebracht, wie es Sinn ergibt und nicht jetzt. Aber wenigstens hast du noch reagiert. Das ist sehr gute, spontane... Was war die Frage? Ich bin heute echt komisch drauf. Es tut mir leid, echt. Ja. Es ist die schlimmste Folge seit der letzten Folge. Garantiert. Was war die Frage? Pen und Paper. Genau, das mit LARP hatten wir eben. Chris. Ich würde gern mal, aber ich habe niemanden dafür. Okay. Keine Ahnung. Deswegen habe ich es auch noch nie gemacht. Also, Pen und Paper.
Wir haben doch ein bisschen, also wir haben aber relativ wenig, also früher, als wo es halt einfacher war, ja, bevor man halt angefangen hat zu arbeiten und alle noch quasi auf der gleichen Ecke gewohnt haben, haben wir auch Pen and Paper gemacht, aber nicht so viel. Es war DSA und das schwarze Auge, ja, weiß ja jeder, und das aber nie so intensiv. Also wir sind dann ziemlich schnell eigentlich tatsächlich eher auf etwas komplexere Brettspiele gewechselt. Rausschmeißer. Ja, also am Anfang waren es gar nicht so komplex. Am Anfang war es mehr so Gag, so, weil wir halt auch noch klein waren. Ja, da war es so Zeug wie Hero Quest, was ja sowas wie Dungeons and Dragons für Arme ist, ja. Für Beine auch. Und ja, also heute machen wir hauptsächlich, also meistens treffen wir uns einmal im Jahr für eine große, ein Descent-Wochenende. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Aber Pen & Paper ist vorbei, war mal eine kurze Phase. Ja, aber eigentlich ist das schöner, weil du halt alles machen kannst. Das ist halt das Schöne daran. Du hast halt nicht diese, klar, es gibt krasse Regeln, aber du hast theoretisch alle Möglichkeiten. Du kannst machen, was du willst, und der Spielleiter sagt, und dann kannst du halt auch jemanden singend besiegen oder so. Egal. Was wolltest du sagen? Ich bin sehr gut darin, dir ins Wort zu fallen, muss ich sagen. Ich überlege doch gerade wieder, ob das mit deinem Mikro hinhaut. Das ist schon wieder so da am T-Shirt irgendwie. Und an diesen komischen Flusen, die dir da aus dem Hals wachsen. Keine Ahnung, soll ich mal hören? Weiß nicht, du kannst auch mal hören. Okay, mal gucken, ob der Kameraakku noch läuft, weil den sehen wir nämlich. Und der ist bei der Kamera auch ein bisschen länger, langlebiger. Und ja, jetzt müssen wir hören. Moment, ich mach das live. Das ist gar kein Problem. Das Blöde ist, ich mach das Kabel nochmal anders. Es ist wirklich super. Und ich bekomme dann immer die Ansage, mach die FAQs nicht so lang. Huch, ich hätte den Müll woanders hinstellen sollen. Hier steht gar kein Müll. Also. Dann sagt, jetzt höre ich mich mit Verzögerung, deswegen rede ich ein bisschen komisch, also noch komischer als sonst. Red mal, Chris. Aber du musst doch reden, du musst doch gucken, was bei dir rafelt. Bei dir ist alles okay, ja, ja, bei mir weiß. Ist aber auch in Ordnung. Echt? Das liegt jetzt so richtig am Fleisch. Also ich höre mich jetzt, okay, halt verzögert, deswegen spreche ich auch so langsam, aber es geht. Ich bin grün. Ich sehe auf der Kamera, dass ich grün bin. Egal. Also es ist in Ordnung. Der Zahnarzt ist es. Ich weiß gar nicht, ob man halt mal. Hat man den Zahnarzt gehört? Also, wir hören gerade den Zahnarzt. Jetzt ist es ziemlich laut. Warum guckst du nach oben? Hängt der da eigentlich schon lang? Der Feuermelder, ja. Ja, okay. Jo. Angeblich. Darf ich auch mal eine Frage vorlesen? Achso, ja. Wo soll ich denn jetzt? Soll ich jetzt mittendrin eine nehmen? Wie du möchtest. Okay, dann nehme ich einfach die zweite. Dorka Kovac fragt: Mögt ihr Kindle oder normale Papierbücher lieber? Normale Papierbücher. Mischung. Ich hab glaube ich auch schon mal erzählt. Also du hast so ein Buch zum Aufklappen und da sind dann so Kindle-Seiten drin, die du dann umklettern kannst. Ich lese tatsächlich die meiste Zeit auf dem Kindle. Und vor allem aus Bequemlichkeit, ehrlich gesagt, weil ich sehr viel abends im Bett lese und da ist es für mich deutlich bequemer. Und alles, was richtig dick ist, außer es ist eine illustrierte Ausgabe oder so, also es geht um Bücher, Chris, ganz gut, da bevorzuge ich es auch auf jeden Fall in elektronischer Form. Aber mich überkommt es auch immer mal. Also wenn ich Sachen sehr gerne mag oder einfach mal Lust hat, dann kaufe ich mir auch immer mal wieder Papierbücher. Jetzt gerade erst habe ich sogar drei am Stück in Papierform gelesen, was sehr ungewöhnlich ist, aber ich hatte auch noch ein weiteres in elektronischer Form. Und ich möchte noch ganz kurz eine Sache dazu sagen. Kindle ist alles schön und gut. Mein erster E-Reader war aber einer von Sony. Das System dahinter fand ich nicht gut. Es war auch irgendwie wirklich sehr schwierig, dann Bücher drauf zu bekommen. Gut, okay, du konntest, sagen wir mal, auf offiziellem Weg zumindest, war einfach nicht so ausgereift von der Software. Aber der hatte die wunderschönste Hülle drumherum. So schön. Es gibt bis heute keine, die so schön ist. Die war auch relativ teuer. Es war so richtig tolles Leder. Es war so rot und es hatte noch so ein, also kein richtiges Muster, sondern es war zweifarbig. Und das hat sich so wertig angefühlt. Und es schafft für mich bis jetzt keine Third-Party-Hülle, kann man das so nennen, und auch keine Originalhülle für ein Kindle. Sowas hätte ich aber total gerne, weil es einfach viel bessere Haptik hat. Außerdem kannst du es dann halt auch besser aufstellen. Ich habe jetzt auch eine Hülle, wo man es aufstellen kann, damit man dann im Bett, lege ich halt immer so, ne? Da kann ich halt lesen und muss immer nur drauf tippen. Muss nicht in der Hand halten. Ja, und das in, liest du gar nicht elektronisch, oder? Es kommt drauf an. Meine Oma hat ja, die liest ja alles auf ihrem E-Reader, auf ihrem E-Book, aber auch nur, weil die wirklich so brutal viel liest. Also sie hat auch sonst viele Bücherregale voller
Bücher zu Hause. Ja. Jetzt meint sie aber, dass es so einfacher ist. Gerade auch was die Schriftgröße angeht, sie macht sich dann doch ein bisschen größer. Und da hat sie mir die, das Lied von Eis und Feuer mal geschickt, dass er das auf dem Laptop lesen kann. Klappt eigentlich auch, ich bin nur noch nicht so wirklich dazu gekommen. Ja. Also wenn, würde ich wahrscheinlich erst das so lesen. Und, aber ich würde mal, also normalerweise, ich mag normale Bücher mehr. Mhm. Es ist halt nur doof, wenn es dann gewisse Bücher aber gar nicht erst in gebundener Fassung gibt, wie bei zu Harry Potter sind, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr so spezielle 3 E-Books rausgekommen. Worum ging es da eigentlich? Das war so eine Sammlung von Pottermore-Texten. Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Aber auch mit exklusivem Zeug, was halt noch nicht auf Pottermore veröffentlicht wurde. Das wollte ich eigentlich mal lesen. Willst du mir gerade was sagen? Ja, passend dazu fand ich es auch sehr schade, weil die hatten ja dann vor 2 oder 3 Jahren hatten sie mal so spezielle Cover von der, die Künstlerin heißt Moss, glaube ich, oder so, gezeigt. Die hatten, waren immer quasi mit 2 Bedeutungen ausgestattet. Ja, der erste war halt, da sitzt die Hedwig auf dem Baum, aber der Baum ist gleichzeitig ein Blitz, wegen der Blitznarbe. Die hast du gesehen, die haben wir auch gepostet. Ich erkläre es nur gerade schlecht. Nicht mehr. Oder für den dritten war halt Azkaban abgebildet, das Gefängnis, aber es war halt gleichzeitig ein Wolfskopf, zusammen mit der Insel. Die waren total schön, die Cover, die finde ich so toll, aber die gibt es nur als E-Book, meines Wissens. Ja, das ist schade. Das war, glaube ich, auch eine Sache mit den Covern für die Neuauflagen von Fantastische Tierwesen, Märchen von Bill dem Baden und Quitschemantel der Zeiten. Wie war denn das? Da gab es irgendein Cover vom Englischen oder im Deutschen, ich weiß es nicht mehr, was in der gebundenen Form anders war als vom E-Book. Und ich fand aber die E-Book-Version viel schöner, konnte sie mir aber, glaube ich, nicht ins Regal stellen, einfach nur, weil es anders war. Ich glaube aber, dass wir in Deutschland Glück hatten. Ich glaube, dass das englische Cover von Fantastische Tierwesen im E-Book ist, glaube ich, das, was wir gerade nicht mehr hier haben. Oh, wo ist das denn? Ich habe die wieder mit heimgenommen. Ach, das waren deine? Weil ja. Hier lag auch ein grünes Quidditch-Schmal der Zeiten und das Fantastische Tierwesen, das rote kleine, das waren nämlich meine. Achso, ja, nee, die schmalen, die habe ich dir hier gelassen. Ich glaube, die sind da hinten unter Krummbein. Da guckt warum sind die unter Krummbein? Ich weiß nicht, wer hat den Krummbein da hingelegt? Ich weiß es nicht. Oh ja, stimmt, da sind sie noch. Ein Glück. Dann soll ich die vielleicht mal, bevor dir noch jemand... Relativ, ja. Also normalerweise sonst eben richtige Bücher, weil ich mag es halt auch, die im Regal stehen zu haben und so. Und ich habe mir eigentlich auch gesagt, weil ich gerade eben bei Game of Thrones das Lied von Eis und Feuer war, dass ich die Bücher tatsächlich erst anfangen werde, wenn ein gewisser Herr Martin das auch zu Ende schreibt. Weil ich habe so die blöde Theorie, dass der das nicht mehr macht. Er ist sowieso der Meister des Hinhaltens und Wartenlassens. Das wissen mittlerweile auch die, die gar keine das Lied von Eis und Feuer Fans sind, sondern die einfach auf South Park gucken. Gibt es halt die schöne mehrteilige Thanksgiving-Folge, wo dann George R. Martin immer weiter rausgezögert hat. Und stattdessen bringt er aber jetzt, da hat man ja vorhin erst mit Franzi drüber gesprochen, hat er noch ein anderes Buch über die Geschichte der Targaryens rausgebracht, wo ich mir denke, jetzt schreibt die scheiß Buchreihe zu Ende. Und ich werde es halt wirklich erst mir holen, wenn der damit fertig ist, weil ich habe keine Lust, eine unabgeschlossene Reihe im Regal stehen zu haben. Ich möchte noch 2 Sachen sagen, bevor wir weitermachen. Die erste ist, durch den Wechsel der Kamera haben wir jetzt halt auch, sind wir nicht begrenzt in der Aufnahmezeit. Ja? Jetzt können wir länger als 20 Minuten reden und ich glaube, das ist direkt schlecht. Und alle, die gesagt haben, dass sie das Zeitlimit doof finden, werden es jetzt bereuen in dieser Folge. Ich mache mir eher Gedanken, dass der Akku jetzt auf einen Strich runter ist. Vorhin waren es 3 und es hieß 1:15 und jetzt ist nur noch 1/3 übrig. Oh, stimmt, wahrscheinlich, weil es auf 4K eingestellt ist. Ach, so. Ja, zur Not müssen wir dann unterbrechen. Aber ich möchte noch eine 2. Sache sagen, weil die finde ich noch ganz wichtig zu der eigentlichen Frage, nämlich ein weiterer riesengroßer Vorteil für mich bei E-Books ist das Markieren von Inhalten, sowohl bei Romanen als auch bei Fachbüchern, die ich da, wo ich auch relativ viel lese. Cool, auf dein E-Book? Ja, genau. Und weil die Sachen kannst du dann ja auch online rausziehen. Und ich packe den alle in meinen Evernote, wo ich alle Notizen und Markierungen drin habe. Dann ist es sehr viel leichter, wenn du irgendwie nochmal Inspiration brauchst oder so, kannst du einfach raussuchen. So. Ach so, falls du dann doch mal ein Buch schreibst, du nimmst einfach die ganzen Sachen und fügst die zusammen, sagst fertig. Ja, genau. Yara Paradies fragt, würdet ihr lieber einen Tag mit Umbridge oder Voldemort verbringen und was würdet ihr dann mit ihm oder ihr unternehmen? Ja, keine Ahnung, wenn ich mit Wolli unterwegs wäre, würde ich sagen, ne, bisschen Muggel klatschen. Und mit Axel machen das so einfach so als Freizeitsport? Na klar. Ich glaube nicht, ich glaube, der sitzt die mal. Ich glaube, das ist gar nicht so spannend bei ihm. Ich glaube, ich würde sogar Umbridge nehmen.
Ja, ich würde Umbridge in dem Sinne, dass ich einfach was antun würde. Ich würde sie wie in Little Britain einfach von der Klippe schubsen. Ach so, nee, ich dachte halt, dass man mal so ein... Ist halt auch die Frage, zu welcher Zeit. Weil, ich meine, Voldemort ist ja Teil der Auswahl. Also kann man sich anscheinend die Zeit aussuchen, der das Ach so, willst du mit dem jungen Tom Riddle nehmen, oder? Oder halt einfach, um mal einen Einblick zu bekommen, zur Zeit von, wo wenn Deathly Hallows spielt, bei der Umbridge im Ministerium. Einfach mal, um da rumzulaufen, mal zu gucken, wie krass das da wirklich alles ist. Das wäre bestimmt ganz spannend, wäre natürlich furchtbar, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da gute Lehren draus zieht fürs Leben. Mach's nicht so, dann ist gut. Ja, so ungefähr. Ist so. Genau. Ja. Ja, weil du gesagt hast, so Wolli privat, ich frage mich auch mal, was der gemacht hat, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie unterwegs war. Ich meine, wenn er jetzt irgendwo im Malfoy Manor war, da stellt man sich ja auch immer wieder vor, als zum Beispiel im 5. ist dann Snape zu Harry gesagt hat, hier der dunkle Lord ruht sich auch nicht aus. Oder muss doch. Ja, schon mal irgendwann. Ja, ich stelle mir gerade vor, geht Voldemort dann auch irgendwie so abends um 8 ins Bett und denkt sich ja, okay, ich stimme jetzt einen Wecker morgen auch früh auf 6:30 oder war so. War ein harter Tag voller Hassen und Planen. Ein bisschen Muggelklatschen, das raubt Energie. Ja, ach man, das sehe ich. Ach so, genau, ich glaube, das war gerade, ja. Willst du die nächste machen? Ja, ich habe auch langsam Angst wegen dem Akku. Das ist so blöd, weil ich habe das Video ja so angefangen. Ja! Der Akku. Die soll ich jetzt vorlesen? Nee, die liest du vor. Nee, viel zu klein. Faye die Fee fragt, wenn ihr euch nach Tierwesen ein weiteres Harry Potter Spin-Off aussuchen dürftet, was würdet ihr wählen? Zur Auswahl stehen die Koboldaufstände, irgendwas mit Vampiren, wie Flamel den Stein der Weißen schuf, wie der erste Ollivander die Geheimnisse der Zauberstäbe entdeckte und den bekannten Laden eröffnete, die Gründung Hogwarts oder die Einführung des Geheimhaltungsabkommens. Ich würde mich für 2 davon entscheiden. Ehrlich gesagt, als du gelesen hast, war ich mir schon sicher, dass es nur 1 sein kann. Jetzt sind es aber 2. Als erstes würde ich nämlich sagen, die Koboldaufstände. Mhm. Würde ich aber auch den letzten Punkt nehmen mit dem Geheimhaltungsabkommen. Ich finde es schön, dass du 2 Sachen nimmst, die ich nicht genommen hätte. Weil, das ist auch ganz einfach, die anderen Sachen sind mit zu nah dran. Da kann ich mir genau vorstellen, wie es aussieht. Bei diesen beiden Themen, aber das ist extrem weit weg. Ich finde, da hätten dann die Filmmacher sehr viel mehr Freiheiten. Da könnte man... Also ganz ehrlich, könntest du einen Politthriller draus machen? Naja, aber die Einführung des Geheimhaltungsabkommens, da wurde ja jetzt schon im ersten fantastisch, also das wird zumindest rückblickend ja so ein bisschen erklärt, was da war. Und zumindest hat man ja auch auf Pottermore noch so ein paar Infos mit dazu. Du kannst das ja aufziehen, wie du möchtest. Also ich stelle mir da wirklich eher so einen Thriller vor, der auch früher einsetzt, noch deutlich davor und wie es dazu kommt und wer das in der Frage hat. Vielleicht ist es dann die Reise von dem einen Typen, der den Stein ins Rollen gebracht hat und dann gibt es einen großen Cut und auf einmal ist was, wieso? Ich dachte nur wegen Stein. Egal. Und was würdest du denn nehmen? Ja, also Koboldaufstände habe ich erst überlegt, weil ich dachte, wie hat das denn aufgesehen? Ich meine, war das dann tatsächlich so wie jetzt Zaubererkrieg nur halt gegen Kobolde und was konnten die Kobolde tatsächlich ausrichten? Ich meine, die haben zwar irgendwo ihre eigene Magie, aber davon hat man in den Filmen ja auch nicht viel gesehen. Deswegen wäre es wahrscheinlich interessant. Ich würde mich tatsächlich interessieren, wie Flamel den Stein der Weißen schuf, weil ich denke mal so, die Alchemisten aus den letzten über 2000 Jahren fragen sich, wie er das denn hingekriegt hat. Und dann würde man vielleicht auch endlich sehen, wie denn der Stein funktioniert, dass er dieses Metall in Gold verwandelt und wie er das Elixier des Lebens zeugt, weil größer wurde das halt nicht beschrieben. Und ich denke mir die ganze Zeit, okay, kloppe ich jetzt den Stein einfach gegen Metall und es wird zu Gold? Oder wenn ich zum Beispiel gegen Platin kloppe, wird es dann halt minderwertiger? Oder schmeiße ich den jetzt, keine Ahnung, in einen Wasserkocher, lasse es einmal aufbrodeln und schon habe ich das Elixier des Lebens? Das würde ich auf jeden Fall, selbst würde ich schon mal nicht machen. Das ist wie wenn man da drin direkt Nudeln kocht. Der versaut man sich in den Wasserkocher. Also wenn du dich aufgießt. Denkst du? Aber dann so wie Rahmen, dann erstmal nochmal so abdecken und 5 Minuten ziehen lassen und dann kannst du. Ich glaube eher 10. Dann natürlich noch. Nee, Moment, du sollst dich für 1 entscheiden. Jetzt du hast auch 2 gehabt. Ja, aber ich habe mich dann für 1 entschieden. Naja, du hast jetzt auch schon 2 gesagt. Das, da kann auch was Cooles draus machen. Du hast dich für Flamel entschieden. Das Tolle bei der Gründung von Hogwarts ist ja, was ja, glaube ich, auch ein paar weniger wissen, es hieß bei Hogwarts gegründet von den 4 größten Hexen und Zauberern ihrer Zeit. Die haben aber noch einen verdammten Architekten dazu gebraucht. Es gibt den Architekten von Hogwarts, der keiner der Gründer ist. Ich finde, der hätte viel mehr Credit verdient. Ich meine, die sind wahrscheinlich einfach nur hingegangen und haben gesagt, hier... Schule, Schloss, mach mal. Und er so, ja, okay, bitte sehr. Und wie lange hat es gedauert? Oder hat er auch einfach nur hier, wusch, und Schloss erscheine. Ja, ja, und die Gründer standen daneben, haben sich ein bisschen an die Fußnägel gepult und dachten sich, geil.
Also falls ihr euch fragt, wer der Architekt von Hogwarts ist, der hat sogar eine Statue. Die seht ihr unter anderem in Kammer des Schreckens, hinter der verstecken sich Harry und Ron, als sie Crabbe und Goyle mit den kleinen Muffins da ausschalten. Genau. Der hat aber nichts mit dem Erso-Typ aus Star Wars zu tun, der quasi die Backdoor in den Death Star direkt eingebaut hat. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwo einen Hogwarts den Luke, wenn er da reinschießt. Das wäre ganz cool, oder? So, das ist dann halt so beim Energiekern. Der Energiekern von Hogwarts. Okay, jetzt lese ich die nächste vor. Die ist dann wieder etwas größer gedruckt. Catty 05. Die hatten wir. Ach so, sehr gut. Sarah Cyber. Sarah Cyber. Ist das jetzt ein Bär? Na, Sarah Seufzbär. Genau, ist ja. Ein Bär, der seufzt und Sarah heißt. Aber vielleicht ist es der Nachname. Sarah Seufzbär. Keine Ahnung, das könnte fast ein Nachname aus Harry Potter sein. Wenn ihr zwei fiktive Welten zu einer kombinieren könntet, welche wären das? Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück. Das Schlimme ist fiktive Welten. Ich habe ja erst an das Crossover gedacht, weil ich mal im Kopf hatte, so Harry Potter X, also quasi X-Men. Aber dann dachte ich mir so, die Frage hatten wir doch schon mal, oder? Ja, das war so, was würden wir uns als Crossover wünschen, wo ich mir halt gesagt habe, man könnte doch ein paar Studenten von Professor X nach Hogwarts schicken und umgekehrt. Aber das sind ja technisch gesehen keine fiktiven Universen, weil es spielt ja in unserer Welt. Das heißt, wir müssten jetzt eher sowas nehmen wie, ich wollte gerade sagen Narnia und Mittelerde, aber das würde Tolkien nicht gefallen. Der hat zwar damals, war er zwar teilweise mit C.S. Lewis befreundet, hat dann aber auch gesagt, du, die Chronik von Narnia, was ist denn das für eine unausgegorene Gülle? Also nicht genau so, er hat es wahrscheinlich ein bisschen poetischer ausgedrückt, aber er war nicht so begeistert davon, was Lewis da hingeklatscht hat. Ich glaube, ich wollte eigentlich erst Dragon Ball sagen mit irgendwas, das wollte ich ja spontan machen, aber jetzt überlege ich, ob ich nicht Zelda nehme. Das ist aber schön, wie du so Zelda sagst, als ob das mit TZ anfängt. Tja, ich habe das halt als Kind hier gespielt und da war alles noch auf Deutsch. Alles eingedeutscht. Achso, wir gucken gerade darüber weiter. Ja, das sind mehrere Themen zu sehen. Ja, also ich nehme Zelda, The Legend of Zelda, wegen, weil da überall Rupees im Gras sind, mit der Welt von... Boring! Jo, ne? Weiß nicht. Ich vertage das. Technisch gesehen. Hast du schon eine Antwort? Ich überlege gerade. Ich war es an so einem beknackten Crossover aus Digimon und Pokémon. Zelda und MechWarrior. Bitte sehr. Ergibt keinen Sinn, aber ist so. Oder? Ich musste da ein bisschen mehr in die Mitte. Da. So. Obwohl, wisst ihr was? Westeros mit Pokémon wäre wahrscheinlich auch lustig. Lust, wenn die überall so rumspringen? Ja, ja, und dann hast du so dieses Massenabschlachten und das halt mit Pokémon. Ja, klingt doch ganz gut. Ja. Ich stelle mir auch irgendwie vor, wie so Leute. Ob du Tyrion mit einem Pokéball fangen kannst. Na, ich glaube einfach, dass. Ich stelle mir so vor, wie die halt durch die Welt laufen. Ist dann der Mountain oder so. Ist ja so ein großer Kern. Und dann findet da so ein kleines. Und tritt dann einfach drauf. Oder? Ich dachte, da findet was Kleines und flauscht, dass du so tritt da drauf. Flauscht? Ja, nee, der ist das. Es gibt ja schon so viel Fanart, wie Daenerys dann haben die ganzen Drachen-Pokémon unterwegs. Ja, genau. Ist. Das ist ganz. Aber auch mit so Semi-Drachen-Pokémon wie Garados oder Glurak. Jo. Jo, sehr gut. Machen wir weiter. Genau. Wer ist euer Lieblings-Dumbledore? Michael Gambon, Richard Harris oder Jude Law? Und wieso? Ich hatte die Frage ja vorhin schon, da haben wir kurz drüber gesprochen. Ich habe noch so an den Schauspieler von dem jungen Dumbledore gedacht, wo ich dann aber gesagt habe, ich weiß gar nicht, wie er heißt, habe dann auch nicht mehr nachgeguckt und zum Glück steht er hier auch nicht zur Auswahl. Ich antworte darauf nicht abschließend. Ich glaube, dass Jude Law das Zeug dazu hat, mein liebster Dumbledore zu werden, aber es ist zu früh, das zu sagen. Weil Richard Harris, ich weiß nicht, also prinzipiell würde Richard Harris, das war schon so, wie man sich es irgendwie vorgestellt hat, ein bisschen. Gambon hat ein paar coole Sachen reingebracht, so vom Stil eher moderner, sage ich mal, aber gleichzeitig ist so viel Scheiße passiert, die überhaupt nicht zum Charakter passt. Jetzt kommen wir aber nicht mit diesem Harry did a Potter Lime in the Goblet of Fire, fragt er irgendwie. Yes, ich finde genau, auch schön, dass ich auf Englisch komme und du fragt er.
Ja, aber es ist halt wirklich so. Und es ist halt nicht die einzige Szene. Es sind halt so viele, wo ich denke, also die Szene, die er richtig gut gemacht hat, ist am Ende von Prisoner of Azkaban, wenn sie gerade es geschafft haben, hier Sirius zu befreien und so, wenn dann so, did what? Ja, das fand ich gut. Das war richtig so, dachte ich, das ist Dumbledore. Und dann kam Teil 4 und 5, da fand ich ihn furchtbar als Dumbledore. Und in Teil 6 war es dann wieder besser, aber da war es zu spät. Ja, aber sie haben es wenigstens geschafft, dass ich mich ein bisschen dafür interessiere. Er war mir nicht ganz egal. Und Jude Law hat einen extrem coolen Look und er kommt auch ganz... Also der strahlt so ein bisschen die Sachen aus, die Dumbledore für mich ist, ja. So, der ist, also irgendwie ist er halt cool, aber irgendwie ist er halt... Ja, gut, das ist ein anderes Thema. Aber irgendwie auch so ein bisschen, der hat so was... Augenzwinkerndes und trotzdem strahlt er, aber auch macht, der könnte es werden, mal gucken. Also was ich gut finde, aber das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen auch mit am Drehbuch, dass er halt auch so, sag ich mal, typisch Dumbledore war, dieses, na gut, ich mach das nicht, mach du mal. Ich grinse dich an und zwinkert dir zu, weil ich weiß, du wirst es trotzdem machen, weil ich bin ein Arsch, mach's selber. Wunderbar, oder? Wen würdest du denn nehmen? Schwierig, weil ich habe eher so das Problem, dass für den jeweiligen Abschnitt waren die Dumbledores so gut, wie sie waren. Also Richard Harris ist für mich halt auch eher so dieser altehrwürdige Magier-Typ, der in den ersten beiden Teilen im Buch als auch im Film, da war sie eher noch, sag ich mal, also ein bisschen kindlicher und ein bisschen ruhiger, wo er so gepasst hat. Aber ich hätte ihn mir dann für spätere Filme nicht als diesen Battle-Opa vorstellen können, was dann halt wieder Michael Gambon hingekriegt hat. Gleichermaßen finde ich die Darstellung von Jude Law als jungen Dumbledore auch cool, aber da kann ich mir die Entwicklung noch nicht ganz vorstellen. Es ist ja derzeit auf Facebook auch hier diese 10 Years Challenge und so weiter oder Aging Challenge und bla. Da wird gerne das Bild nebeneinander gelegt, Dumbledore 1997, Jude Law und Dumbledore 1943, also Richard Harris. Genau. Und genau, aus der Rückblende von Kammer des Schreckens, beziehungsweise nicht Rückblende, sondern die Erinnerung, die Voldy da Harry gezeigt hat. Und ich denke mir dann, okay, wie kriegst du das jetzt zu circa 15 bis 16 Jahren hin, dass aus diesem eher schnittigen, modernen, teilweise ja schon so eine Art Muggelklamotten tragenden Jude Law dann halt dieser Dumbledore in langer, bunter Rope und langem Bart wird. Ja, du, ich sag's dir schon mal vom Gesicht, das machen die wie den ganzen Scheiß in Episode 3. Ja, da gibt's den Moment, wo der Imperator dann mit dem Lichtschwert, einmal kriegt er seine ganze... Und sowas machen die dann auch im Kampf gegen Grindelwald, auf einmal wird er total alt. So wie bei den ganzen Indiana Jones Filmen am Ende kriegt er was. Das ist so voll gut. Love it. Ja, okay, Entschuldigung. Wobei ich aber zusagen muss, ich kann es mir irgendwie nicht richtig vorstellen, wie dann, sag ich mal, der 1943er Richard Harris-artige Dumbledore dann 45 gegen Johnny Depp Grindelwald kämpft, der jetzt ist. Ich schätze mal, die behalten war vermutlich wirklich das Design von Dumbledore so ein bisschen bei von Jude Law. Ja, was ich dann aber ein bisschen schade fände, ich meine, gut, wir wissen, in Fantastische Tierwesen wurde schon vieles über den Haufen geworfen, wo wir dachten, wir wüssten es. Das lag dann aber daran, dass sie gesagt haben, okay, die Fantastischen Tierwesen-Filme sind jetzt halt nun Canon zu den Harry Potter-Filmen, was in einigen Bereichen halt besser gepasst hätte als eben zu den Büchern. Aber wenn die sagen, okay, das ist dazu Canon, müssten die aber trotzdem dann das Design von Dumbledore an den 1943er aus Kammer des Schreckens anpassen, weil sonst wäre das ja auch schon nicht mehr Canon. Oder die sagen, es ist nur noch zu den David Yates Filmen kennen, der ja nur ab dem fünften Teil die Regie hatte. Oh Gott, das sind wie die Zelda Timelines. Und dann spielt es sich auf und dann gibt es die drei, aber dann gibt es dieses neue Spiel, das gibt's in allen. Deswegen meine ich ja, ich will mal aufpassen, dass die Rowling nicht noch so auf X-Men macht. Du, bevor wir weitermachen, können wir mal was ausprobieren? Kannst du dich mal da hinstellen? Wir machen das immer so. Ich möchte nur mal gucken, wie das eigentlich aussieht, wenn wir so rumstehen. Tim will mal ist das Position jetzt besser oder schlechter? So. Ist doch okay, oder? Achso, genau. Also meine Antwort war jetzt, auf den jeweiligen Abschnitt für diesen Film haben die Dumbledores, wie sie waren, gut gepasst. Aber ob sich das noch so weiterentwickelt und so bleibt, also ich denke, Jude Law passt dann noch zu der Darstellung von Dumbledore, wie ich mir vorstelle, das müssten wir dann halt abwarten. Vorausgesetzt, es geht relativ flüssig weiter, weil wir hatten ja jetzt das Thema mit der Schiebung der Produktion von oder zumindest ja. die ganze Produktion oder nur der Dreh? Nein, auch den Dreh. Ja. Aber das schließt ja alles ein. Ja. Also erstmal schwach, ja, hast dich für keinen entschieden. Und zweitens, ich habe gesagt, es hat so wie sie waren bisher gepasst. Das fühlt sich falsch an. Ich möchte doch wieder darüber. Tut mir leid, ist es nicht richtig so. Oh, mein Gott. Ja, dann geht Tim doch wieder auf die Uke-Position.
Wo waren wir denn jetzt? Wir haben noch die Frage. Boah, ja. Ist ja auch ganz knapp. Ernster Falke. Hat man schon ein paar Mal. Wir kommen immer gute Fragen. Könnt ihr anderen auch mal machen? Warum ist der Falke eigentlich so ernst? Weil du nicht Gustav hängst. So, ich mag das neue Intro. Ich auch. Auch wenn es erstmal noch sehr ungewohnt ist. Da muss ich auch nicht dran gewöhnen. Da müsst ihr halt häufiger FAQ-Videos machen. Ja, damit das dran gewöhnen schneller geht. Ach, jetzt kommt die Frage. Wunderbar. Meine Frage an euch. Habt ihr ein Lieblingsland? Und wenn ja, warum dieses? Und war ihr schon mal dort? Du bist ja dann erst auf die Idee gekommen, sind da jetzt nur reale oder sag ich mal auf unserer Erde existierende Länder gemeint, wo ich ja vorher erst gar nicht dran gedacht habe. Also ich habe nur an unsere Erde zunächst gedacht. Weil da ist eindeutig Finnland. Warum? Es ist schön weit im Norden, es ist kühl, es ist kalt. Also ja, hin und wieder auch ein bisschen frostig oder eisig. Ich überlege gerade, ich habe ehrlich gesagt nicht zugehört, aber hast du gesagt, es ist kühl und es ist kalt? Ja, ja, deswegen meine ich dann, es ist auch ein bisschen frostig und... Ja, und es ist so das Hauptland des Metals. Also die meisten Metal-Bands, die ich kenne, die kommen halt irgendwie aus Finnland. Und da natürlich aus Skandinavien allgemein. Ja, das wollen wir schon mal dazu sagen. Ja, ja, aber die meisten, so ein bisschen, ich weiß nicht, tatsächlich in Finnland angesiedelt. Meine Lieblingsband Nightwish zum Beispiel und auch meine Lieblingssängerin Tarja Turunen, die ja dann leider, ich glaube 2006 ist er dann von Nightwish weggegangen. Jo. Fiktiv habe ich noch gar nicht weiter drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man bei Pokémon eine... Und warst du schon mal da? Leider noch nicht. Ach so. Ob man bei Pokémon eine Region als Land bezeichnen kann oder... Weil die sind ja dann wiederum so wie mit der Kanto- und Johto-Region, sind ja wiederum auf Regionen aus dem realen Japan angelegt, sodass so die ersten... Das würde eigentlich hinhauen, die ersten vier Generationen da, die Regionen, die sind ja direkt an Japan angelehnt. In der fünften waren wir dann New York, mit der sechsten waren wir dann Paris und mit der siebten dann Hawaii. Deswegen würde ich sagen... Wenn es ums fiktives Land geht, würde ich sagen, das fiktive Japan, wo Pokémon real sind und die ersten vier Regionen zusammenhängen, weil das auch meine Lieblingsregionen sind. So, jetzt bist du dran. Und da war ich, glaube ich, noch nicht. Nicht physisch direkt. Also ich habe da hin und wieder durch den Bildschirm mal was durchgeguckt und ein paar Leute manipuliert und ein paar, ja. Gut, ich habe ein aktuelles Lieblingsland. Oh, ich habe auch ein Pokémon-Shirt an, fällt mir gerade auf. Aber es ist zu früh, das zu sagen, weil ich noch, also ich finde tatsächlich, dass man sagen kann, ob es als... Man kann eigentlich ein Land als Lieblingsland bezeichnen, wenn man schon mal da war. Weil ansonsten, ja, tut mir leid, Chris, ich wollte eigentlich nur sagen, dass das falsch ist, was du gesagt hast. Du bist falsch. Ich find tatsächlich, weil es kann ja sein, wenn du dann da mal Urlaub machst oder länger hingehst oder so, dass du sagst, Mensch, ist ja ganz toll. Oder halt auch, das habe ich mir anders vorgestellt. Und von den Ländern, wo ich bis jetzt war, wahrscheinlich ist es Dänemark. Da war ich halt schon häufiger und das ist, finde ich, einfach... Es ist nicht so groß, es ist schön, es ist, hat gute Systeme, ja, wie überall in Skandinavien, da kannst du ja alles reinnehmen, ja, ob Gesundheit oder Schulwesen und so weiter, genau, ist gut. Die Leute sind nett, es ist alles ein bisschen teurer, andererseits haben sie auch einen guten, viel höheren Grundverdienst als hier, so durchschnittlich gesehen. Finde ich einfach generell erstmal sehr sympathisch, alle sprechen Englisch, ist auch gut, ja, hast keine Sprachbarriere. Und Dänisch. Ja klar, aber du musst halt nicht Dänisch sprechen. Und ja, das fand ich sehr schön, da würde ich auch jederzeit wieder hingehen. Ja. Dann geh doch nach Dänemark! Und, genau. Aber weißt du, als wir in Island waren, Island auch wunderschön. Würde ich da auf Dauer wohnen wollen? Ist doch nicht. Ich glaube nicht, aber es war wunderschön. Du kannst dir so viel tolle Natur angucken. Ja, ja, aber sitzt da nicht irgendwann da, denkst dir. Ja, genau, das ist halt die Sache. Deswegen stell ich mal eher eins dahinter. USA ist halt blöd zu sagen, aber als wir in der Westküste die ganzen Nationalparks machen, wir haben fast nur Nationalparks gemacht. Das war auch toll. Aber will ich deswegen jetzt für immer in die USA? Ich glaube nicht. Ja, der Großteil von den USA ist auch relativ langweilig. So die ganze Mitte. Ich glaube, so das richtige Leben ist ja wirklich nur an den Küsten jeweils. Und ich glaube, ich habe da aktuell so ein bisschen Probleme mit der Regierung. Ja, das kommt halt auch noch dazu, ist richtig. Ja, muss man mit einbeziehen. Mhm. Andererseits sind die in Skandinavien auch deutlich zurückhaltender, was jetzt wird es zu politisch, ist ja auch egal. Dänemark. Jetzt fällt mir gerade mal auf, dass es bei Pokémon, das ist da. In Japan bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es... Warst du schon mal da? Nee. Okay. Du... Ich weiß gar nicht, wo du das ganze Geld dafür da und her. Achso, deine Verlobte verdient ja gut, genau. Da war ich ja. Das ist jetzt unangenehm.
etwas geworden. Aber zum Glück ist das das Ende des Videos. Wir haben eh alle schon am Anfang abgeschaltet. Von daher lassen wir das. Ich finde es auch gut, dass der Akku noch hält. Ja, ich wundere mich. Das wird also so ein bisschen so der Running Gag hier, der Akku. Tatsächlich habe ich die ganze Zeit eigentlich eher dahin geguckt. Erinnert euch an den Anfang nicht dahin, sondern dahin. Weil ich war mir sicher, es wird jeden Moment anfangen zu blinken. Aber hat's nicht. Das heißt, wir können jetzt theoretisch einfach weiterlabern. Ich finde es schön, wie mich da die ganze Zeit so, dass das Quadrat verfolgt, dass es den Fokus auf mich. Warum eigentlich nicht mich? Warte mal. Ha! Hab's dir geklaut? Das sieht voll komisch. Das wäre voll lustig, wenn ihr das jetzt sehen würdet. Da ist ein weißes Quadrat und das kann man sich jetzt gegenseitig wegnehmen. Das ist wie Mario Kart. Nein! Mario Kart mit der Ballonjagd warte. Irgendwie. Shit! Warum jetzt? Guck mal, bei dir reicht eine kleine, vielleicht weil du heller bist. Tja, Tim, du bist halt ein wenig unterbelichtet. Nee, jetzt ist es über... Nee, es geht nicht. Egal. Wurscht. Ja, ey, worüber wollen wir denn noch reden? Ich weiß zwar gerade nicht, wie lange wir schon aufgenommen haben, aber... Viel zu lange. Ich habe immer noch keinen Pizzateig nach deinem Rezept selber gemacht. Ich hatte mal so einen komischen Low-Carb-Pizzaboden. Das war so eklig. Ja, was liest du gerade für ein Buch? Wenn ich mal ein ganzes anfangen würde. Ich hab ja ein ganzes anzufangen ist ja wohl total einfach. Ja, Gott, was ich weiß gar nicht, was habe ich denn zuletzt gelesen? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ja derzeit eigentlich nur so auf, größtenteils auf Manga und so. Comics, okay. Weil eigentlich seit dem Abi, ich habe seit dem Abi nicht wirklich hingekriegt, so richtig viele Bücher zu lesen. Und weil, ja, finde ich auch. Ich glaube, das nächste, was ich wahrscheinlich eigentlich mal in Angriff nehmen müsste, ist der neue von Dan Brown, Origin. Oder Origins, bin mir gerade nicht sicher. Der liegt ja jetzt schon seit ein paar Monaten, aber da liegen noch mehr. Also ich hänge ja total bei Filmen und Serien hinterher, aber Bücher schaffe ich noch so halbwegs okay. Ja, ich weiß gar nicht, wie du das schaffst zeitlich, ne? Aber jetzt gerade lese ich, ist schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, es kommt vor 2 Jahren raus, Till von Daniel Kehlmann. Davon hast du irgendwas erzählt. Ich habe nicht zugehört, aber du hast was davon erzählt. Ja, ich mag eigentlich alles, was er macht. Ich habe nicht alle gelesen, aber fast alle. Und es ist wirklich sehr gut. Wollte ich nur sagen. Weil du gefragt hast, worüber können wir noch reden. Aber jetzt hast du eben auch was von Essen gesagt. Ich habe auch Hunger. Ja. Ja, dann lass uns doch ausmachen. Soll ich? Ich mach aus. Tschüss. Fragen fürs nächste Mal in die Kommentare. Und oh ja, Fragen fürs nächste Mal in die Kommentare. Wo ist denn der Tim findet den Knopf nicht. Da.